Jetzt nennen wir das schon solide. So ist es. Und mehr als solide werden die, nehme ich an, laufen. Robin Ereva ist dabei. Er war zuletzt zweimal deutscher Meister. Wir sind im zweiten Zeitendlauf. Aber wir müssen uns natürlich jetzt auch an der Zeit orientieren, die vorhin Robert Hering erzielt hat. 20:88, Julian Reuss kann die Zeit unterbieten, aber er muss einen starken Lauf hinlegen. Er ist der Mann auch natürlich dieses Wochenendes in der Deutschen. Trotzdem ist es natürlich schade. Augen auf Julian Reuss. Und auf die 200 Meter kann er hier den zweiten deutschen Titel holen in Rekordzeit. Das wird wahrscheinlich nicht drin sein, denn der steht bei 20:42 von Sebastian Ernst. Aber es geht jetzt darum, dass er diese 20:88 knackt von Robert Hering. Julian Reuss wird auf jeden Fall mal gewinnen und die Zeit ist klar. Mein Gott, ist das stark. 20:56, das ist die drittschnell. Er ist in einer, ja fast schon, beängstigenden Frühform dieser Julian Reuss. Klar, wieder persönliche Bestleistung. Zweiter deutscher Meistertitel. Diesmal war es nicht knapp, diesmal war es klar. Er hat Robert Hering imaginär deutlich, deutlich in die Schranken gewiesen. Auch Robin Ereva, der Altmeister, wenn ich das mal so formulieren darf, hatte hier nicht mal den Hauch einer Chance. Es ist das Wochenende des Julian Reuss geworden.